Am 14. Oktober berichtete Euten aktuell bereits über die Fellaktion in der Bockhorster Dorfstraße und führte Gespräche mit Anwohnern. Kurz nach Ausstrahlung der Sendung erhielten wir den Vorwurf, einseitige Berichterstattung zu betreiben. Deshalb wollen wir mit diesem Bericht klarstellen, dass uns der Bauherr bis heute keine Stellungnahme geben wollte. Zu den Eichen kam nun auch noch eine Kastanie hinzu, die dasselbe Schicksal erleidete, um Platz für eine gewaltige Wohnsiedlung zu schaffen. Die gefällten Eichen, so sicherte uns Herr Hormann zu, seien völlig gesund gewesen. Des Weiteren kann ich vielleicht noch sagen, was in letzter Zeit uns besonders berührt hat, ist die Baumfällaktion an der Bockhorster Dorfstraße, wo 4 Eichen gefällt wurden, um für ein Bauvorhaben Platz zu machen. Wir hatten versucht, mit dem Besitzer eine Absprache zu treffen, dass die Bäume erhalten bleiben, aber so wie wir festgestellt worden haben, hat er sich an diese Absprache nicht gehalten. Kurt Hormann suchte erfolglos einen Kompromiss mit dem Bauherrn, zugunsten der Bäume weniger Wohneinheiten zu schaffen. Wir haben in Euten kein Baumschutzgesetz, also kann jeder seine alten Eichen, und das sind ortsprägende Eichen gewesen. Ich versuche seit Jahren durch Anträge im Umweltausschuss ortsprägende Baumgruppen unter Schutz zu stellen. Und zwar auf politischen, auf politischen Wege. Es ist mir bisher nicht gelungen. Unter ortsprägende Baumgruppen verstehen wir, dass Bäume, die den Ort prägen, die gesund sind und von der Bevölkerung als erhaltungswürdig anerkannt werden, dass wir die schützen und erhalten. Und solange es ein derartiges Gesetz zum Schutze ortsprägender Bäume noch nicht gibt, können auch noch weiter Bäume so enden wie diese hier. Das Ortsbild vom Bockhorst wird so den Launen gerissener Geschäftsleute ausgesetzt. Die Idylle geht hier Stück für Stück verloren, und mir blutet hier das Herz, wenn ich so etwas sehe. Und nur so, ich denke mal, nur um was hier geplant ist, ist bekannt. Hier soll eine kleine Siedlung reingebaut werden. Die Kastanie war übrigens nicht mehr gesund. Ihre Fällung war mehr oder weniger berechtigt.